Wumms. Mr. Clark, ich muss mit Ihnen reden. Ich bin ja, dann rede doch. Und ich weiß, dass Sie es interessieren wird, was ich zu sagen habe. Ich kann Ihnen alles erklären. Ich weiß, was passiert ist. Wenn Sie die Navikarten haben, werde ich Sie in die Sicherheitsstation lassen. Wir müssen reden. Beeilen Sie sich. Mach ich. Ich habe eh nichts Besseres zu tun. Deswegen mache ich das eben schnell. Und dann können wir uns ja da mal dann eben gleich noch unterhalten, ne? Okay, der ist jetzt abgezischt wieder. Interessant. Sieh, wir bringen die Menschen in die Zukunft. Ja, oder halt einfach in den Tod. Autsch. Hau ab. Ah, okay. Jetzt. So, da haben wir noch was. Oh, nochmal ein bisschen was für einen Flammenwerfer. Was auch immer das gerade für ein Geräusch war. Ach, er hat da nochmal einen weggeschossen. Der kleine Sippel. Ja, ja. Ach, okay, ich hatte dafür eine Schlüsselkarte. Oh, ich habe gar keinen Heiltrank mehr. Das ist schlecht. Wäre so cool, wenn wir jetzt hier noch irgendwie was zum Heilen finden würden. Ja, nicht sowas unbedingt. Wenn ich dazu nicht Nein sage. Aber heilen wäre schon ganz cool eigentlich. Die Lebenserhaltungssysteme im Schlafblock B wurden ausgeschaltet. Du brauchst eine Überbrückung, um zur Tür zu kommen. So, dann wird es zumindest schon mal wieder ein bisschen mehr leben. Hier nochmal eben speichern. Credits. Voilà. Haftblock. Da kommen wir, glaube ich, gerade her. Oder kommen wir hierher? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, wir müssen hier durch. Nochmal hier. Oh, nochmal ein bisschen Plasma. Hoppala. Sehr gut. Das heißt, dieses Riesenviech lebt noch. Ich hatte tatsächlich gedacht, dass wir es vorhin irgendwie schon weggenudelt hätten, als wir das von dem Dach darunter geschossen haben. Okay, dann ist es tatsächlich hartnäckiger als gedacht.
Türschloss überbrücken. Machen wir sofort. Kann man eben gucken. Nee, ich will nicht für Laserkanone. Warum kriege ich immer nur für die Laserkanone? Bisschen dämlich, oder? Türschloss überbrückt. Okay. Gehen wir hier zurück. Nee, dafür nicht, sondern wir haben irgendwo anders einen Türschloss überbrückt. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Nee, okay. Wir haben tatsächlich was überbrückt, aber woanders. Und zwar war... Stimmt, ja, hier war vorher abgeschlossen. Navigationskarten finden. Ach, das ist kein... Ach, Schlafblock und nicht Haftblock. Ach so, ja, perfekt. Ich kann nicht, weil keine Luft. Okay. Der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Ach. Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Okay. Stase-Ding, warum? Verstehe ich nicht. Brauche ich nicht. Geh weg. Ja, hier ist doch Sauerstoff, du Dödel. Entspann dich. So, muss ich jetzt da? Okay. Zum Schlafblock A. Okay. Ende des Vakuums. Ah, okay. Ach, das war jetzt schon eine Navigationskarte? Okay. Interessant. Sah überhaupt nicht aus wie eine Navigationskarte. Okay, da hatten wir jetzt schon Sachen rausgeholt. Bin gespannt, ob, wenn wir jetzt die Karten finden, ob es dann nochmal einen Grund gibt, warum wir da nicht abhauen können.
anscheinend das Ding funktioniert. Vorhin hatten wir ja schon, was war, irgendwas war da auch irgendwie so ein Ding. Und wir haben Monster irgendwie gewartet, das Monster daneben laufen, haben da auch gegen geschossen, das hat überhaupt nichts gebracht. Irgendwo so eine Situation hatten wir doch vorhin. Und jetzt hat es tatsächlich funktioniert, finde ich gut. Textlog. Gemeinsam werden wir auferstehen. Ist Unitologie eine neue Hoffnung oder nur der nächste Schwindel? Von Carrie von Ottgen. Wenn sie während der letzten 200 Jahre auf dem Mars gelebt haben, könnte es sein, dass sie die am schnellsten wachsende religiöse Bewegung der Geschichte verpasst haben. Die Church of Unitology hat inzwischen über 1 Million Anhänger, darunter einflussreiche CEOs und Offizielle, hält nach eigenen Angaben Aktien im Wert von 78 Millionen US-Dollar an multiglobalen Unternehmen und besitzt 2 der größten Kreditinstitute der Welt, der Erde, GPSG Financial und Unitas Energy Investments. Von seinen Anhängern als Personenkult hat Unitology sich zu einer anerkannten, etablierten Religion gemausert. Die wesentlichen Fakten sind hinlänglich bekannt. Vor 200 Jahren ließ der Anthropologie-Professor Michael Altman die nach seinen Angaben größte Verduschungsaktion der Erdregierung auffliegen. Die Entdeckung eines Artefakts, auch Marker genannt, das ohne jeden Zweifel bewies, dass es außerirdisches Leben im Universum gibt. Die Regierung bezeichnete Altman daraufhin als Spinner, doch seine Behauptungen fielen bei einigen auf fruchtbaren Boden und sein mysteriöser Tod kurz danach schürte das Interesse noch. Unitologen glauben, der Marker enthielt einen Code, den Schlüssel zum ewigen Leben, das durch Wiedergeburt und Auferstehung erlangt werden kann. Der Haken ist allerdings, dass man dafür erst sterben muss. Sie sagen, die Regierung verstecke den Marker irgendwo, um seine Geheimnisse für sich zu behalten. Im gesamten von Menschen besiedelten Weltraum preisen Unitologen Altmans Märtyrer tot und warten auf den Tag, an dem Gott kommt, um sie zu ihrem neuen Leben nach dem Tod zu geleiten. Warum singt ihr und flüstert ihr im Hintergrund die ganze Zeit? Meine Fresse. Hey, ich kann ja nicht mal richtig lesen. Voll abgelenkt. Im Prinzip hört sich das alles recht harmlos an. Allerdings gibt es wie bei jedem Kult auch hier eine dunkle Seite. Unitologen nehmen innerhalb der Kirche Ränge ein. Niemand spricht je darüber, aber die meisten Kritiker glauben, dass es mindestens 3 Ränge über dem durchschnittlichen Gläubigen, auch Eingeweihter genannt, gibt. Manchmal sind die Sätze ein bisschen komisch und verschachtelt geschrieben, wie man das im Deutschen überhaupt nicht schreiben würde. Bisschen komisch. Mit jedem neuen Rang erhält der Anhänger mehr Einblick in die Angelegenheiten innerhalb der Kirche und in Forschungsergebnisse. Wie man als Unitologe aufsteigt? Ganz einfach, indem man der Kirche Geld spendet und Macht verleiht. Aber bei Geldspenden bleibt es nicht. Die Kirche verlangt zudem von ihren Anhängern, dass sie ihr nach ihrem Tod ihre Leiche zur Verfügung stellen. Warum? Was sie damit machen? Das weiß keiner. Und jegliche Versuche, den inneren Kreis zu infiltrieren, sind kläglich gescheitert. Da aber Transformation und Wiedergeburt die Hauptsäulen ihres Glaubens sind, wollen wir die Antwort vielleicht auch gar nicht wissen. Ein weiteres Gerücht, das beharrlich hält, besagt, dass die Kirche Gelder für ein geheimes Schiffsbauprojekt sammelt. Einige behaupten sogar, sie hätten die Flotte gesehen. Es gibt zwar keinerlei dokumentierte Beweise darüber, doch beteuern sämtliche angeblichen Augenzeugen, dass diese Mausoleumsschiffe trotz ihrer enormen Größe, Fortsetzung auf Seite 94. Okay. Naja. Also sind wahrscheinlich dann auch die Unitologen doch auch irgendwie so ein bisschen wahrscheinlich der Grund, warum wir hier sind. Ne? Wenn die quasi wollen, dass dieser Marker geborgen wird. Okay.
Und dann ist da natürlich auch entsprechend Macht und Geld dahinter, ne? Das kann man schon irgendwie verstehen. Gut, hier geht's weiter. Was haben wir da? Haben wir irgendwie so ein Stase-Pack. Okay, brauchen wir nicht. Ich fände eher lustig, wenn hier mal noch irgendwie. Anzug Level 5. Ja, nice. Den nehmen wir noch eben mit. Sehr gut. Download. Im Shop. Noch ein paar Credits.